So, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Bildungswerk Live-Sendung mit Nick Bölling. Den kennt ihr ja alle schon und Petra Schablikowski, das bin ich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser heutiges Thema ist das sportartspezifische Athletiktraining und im Fokus stehen heute die Schwimmerinnen und Schwimmer. Es ist das Ende unserer kleinen Serie, wo wir gewisse Sportarten unter diesem begleitenden Training vorgestellt haben, was die Sportlerinnen und Sportler da tun können. Ja, und Nick, dann leg du los. Jawohl, guten Morgen zusammen und vielen Dank, Petra, wieder an dich. Heute aus unserer Reihe sportartspezifisches Athletiktraining, Thema Schwimmen, genau. Das heißt, wir haben beim Schwimmen natürlich eine extreme Alleinstellung, ein Alleinstellungsmerkmal aufgrund der Schwerkraft, die im Wasser natürlich ganz anders ist als an Land. Also während wir bei allen anderen Sportarten in der Regel immer von am Ende sehr ähnlichen Mechanismen, nur eben in unterschiedlichen Ausprägungen, nenne ich es mal, gesprochen haben, reden wir beim Schwimmen tatsächlich von gänzlich anderen Umständen. Das heißt, auch hier bleibt die Grundlage natürlich gleich. Wer im Schwimmen besser werden will, der sollte vor allem schwimmen. Ja, also das ist auch hier so Form folgt Funktion. Ja, also das, was du können willst oder besser können willst, das solltest du entsprechend auch trainieren. Aber wir haben, wie gesagt, beim Schwimmen natürlich einige andere Herausforderungen. Und auch wenn Schwimmen oft als sehr, ich sag mal, schonend, gelenkschonend und Co. beschrieben wird, was es verglichen zu an Landtätigkeiten eben aufgrund der fehlenden Schwerkraft oder der veränderten Schwerkraft definitiv ist. Aber wir haben trotzdem natürlich spezielle Dinge, die da reinspielen und auch durchaus Verletzungsmechanismen, die vorkommen können oder die gehäufter vorkommen, wenn wir eben ja leistungsorientierter schwimmen oder auch als Hobbyathlet sehr, ich sag mal, leistungsorientiert sind. Dann ist es so, dass wir einen relativ Klassiker haben beim Thema Schwimmen ist die Schulter, ja, weil wir relativ ausufernde Bewegungen haben und dass die Kapsel, die entsprechend liegt, reizen kann, beziehungsweise oft entsteht ein sogenanntes Impinge oder kann ein sogenanntes Impingement-Syndrom entstehen. Das heißt also, wir haben praktisch ein Einklemmen, in Anführungsstrichen, zwischen Oberarmkopf und dem Schulterdach, also eine relativ klassische Verletzung, die tatsächlich auch im Krafttraining auftreten kann, wenn ich relativ viel Brusttraining mache, ohne meine Rotatorenmanschette zu trainieren. Auch bei den Handballern haben wir über das Impingement-Syndrom gesprochen. Also die Verletzung, die daraus resultieren kann oder die Probleme, auch wenn die Voraussetzungen grundsätzlich oder gänzlich andere sind, sind trotzdem oder können trotzdem sehr ähnlich sein. Ne? Man merkt das in der Regel bei Schmerzen, wenn man den Arm hebt, ne? Vor allem alles über Kopf, aber generell auch alles so über 60, 70, 80, 90 Grad Abduktion. Das heißt also, wenn wir den Arm seitlich heben und da fängt es an, in der Schulter zu ziehen, weh zu tun, ja, dann klemmt das entsprechend Sehnen, der Kapselanteil klemmt ein, dann tut das eben weh, das drückt praktisch und das wäre dann klassisches Impingement-Syndrom. Haben wir bei Schwimmern, wie gesagt, relativ stark ausgeprägt auf Leistungsebene oder auf sehr ambitionierter Hobby-Ebene, weil gerade in der sehr ambitionierten Hobby-Ebene natürlich noch geschultere Trainer fehlen als jetzt auf Leistungsebene. Das heißt also, da sind dann vielleicht gute Schwimmtrainer, aber die haben dann auch nicht immer direkt schon mal was davon gehört, was da mit der Schulter passieren kann. Das ist eigentlich wie beim Fußball, ne? Also man kann extrem guter Fußballtrainer sein oder auch alle anderen, ja, aber nicht jeder gute Fußballtrainer ist schon so weit, dass er entsprechend Athletiktraining irgendwie mit einbaut oder solche Dinge, über die wir gesprochen haben. Das wird aber in den letzten Jahren auch immer mehr. Ne? Also das durch die Sportarten weg wird das immer mehr, das ist eigentlich was Gutes, aber wenn es bei euch eben noch nicht der Fall ist oder wenn ihr generell für euch selber trainiert, dass ihr sowas alles mal gehört habt. Ja, grundsätzlich kann auch bei der Überbelastung teilweise der Bizeps-Ansatz, ja, Bizeps brachii, also der Oberarmbeuger, involviert sein. Das heißt also, auch das ist der Bewegung oder der Dauerbewegung geschuldet, der großen ausufernden Bewegung. Das kommt seltener vor, kann aber auch sein. Grundsätzlich ist das tatsächlich was, wo man dann einfach das Training ein bisschen steuern muss. Also man kann ein bisschen passiv arbeiten, indem man das Ganze ein bisschen dehnt, ja, also an den Nicht-Trainingstagen im Idealfall. Und ansonsten ist es so, dass man da einfach die Belastungssteuerung nicht zu hoch setzen sollte. Beim Impingement-Syndrom kommen wir gleich nochmal zu, aber da geht es dann wirklich darum, dass wir die Rotatorenmanschette auftrainieren, also dass die innenliegenden Muskulaturen oder Muskeln, dass die entsprechend das weiter aufhalten, damit es eben nicht zu einem Einklemmen kommt. Das heißt, wir haben das, wie gesagt, vor allem
im Bereich der, ja, der Schulter, ja, also Impingement-Syndrom geht theoretisch bei jedem Gelenk, aber das haben wir, wie gesagt, ganz häufig bei der Schulter und vor allem eben auch bei Schwimmern. Das heißt, da ein bisschen schauen. Ansonsten ist es so, dass das Kniegelenk, ja, beim Schwimmen ein paar Bewegungen macht, die wir so als Zweibeiner im aufrechten Gang im Alltag in der Regel nicht haben. Das heißt, wir haben ziemliche Sperrkräfte, weil wir den letzten paar Grad der Streckung beim Schwimmen eine Drehung auftritt. Das heißt also, wir haben Sperrkräfte im Kniegelenk. Das muss durch Bänder kompensiert werden. Die Menisken müssen da ein bisschen gegenhalten. Grundsätzlich ist das aber auch was, wo man dann einfach schaut, dass man nicht überlastet, also dass man einfach nicht zu viel trainiert, dass man die Regenerationszeiten einhält und dass man grundsätzlich schaut, dass die Bänder entsprechend auch stabil sind. Also auch da kommen wir dann wieder zum Thema Krafttraining tatsächlich, ja, was wir letzten ein, zwei Folgen schon mal vermehrt hatten, dass es im Grunde keine Sportart gibt, wo nicht ein entsprechendes Krafttrainingsprogramm, das nicht in irgendeiner Form positiv beeinflusst. Ja. Bei Krafttraining eben, das hatten wir auch schon mal, nur noch mal zum Wiederholen, fernab der Muskulatur nicht nur das trainiert, sondern eben auch die Sehnen, die Bänder, generell die Gelenke stabiler hält, die Knochendichte erhöht, auch wenn das jetzt beim Schwimmen nicht so relevant ist, aber vor allem Sehnen und Bänder wollen wir normalerweise gestärkt haben, weil die halt eben relativ viel auch gegenhalten oder ausgleichen müssen. Und bei diesem Brustschwimmerknie, also beim Brustschwimmen ist das häufig, dann haben wir eben Scherkräfte in dieser leichten Drehung, ne, bei der Streckung des Knies. Und gerade da macht ein starker Bandapparat auf jeden Fall Sinn. Und da kommen wir wieder ins Spiel. Ne? Schwere Kniebeugen, ja, also schwer nicht im Sinne von zu schwer, sondern schwer im Sinne von, ich kann das Gewicht gerade so 5-6 Mal bewegen, sauber bewegen. Und das mache ich dann auch. Ja, das stärkt eben auch die Band- und Sehnenapparatur. Ja, und tatsächlich haben Schwimmer Probleme im Hohlkreuz, weil durch die Haltung im Wasser, ja, ist es praktisch so, dass man als Schwimmer sehr, sehr häufig sehr stark im Hohlkreuz ist. Das kann tatsächlich zu einer Hypermobilität führen, also dass man da sehr überbeweglich wird im unteren Rücken. Und auch das ist wieder was, wenn dann nicht ausreichend Rumpfmuskulatur da ist, Bauchmuskulatur, unterer Rücken, auch also der Rückenstrecker, die Rückenstrecker, die Po-Muskulatur, die hintere Oberschenkelmuskulatur, also wenn da auch die Muskulatur einfach nicht stark genug ist, dann habe ich halt eben Hypermobilität der Lendenwirbelsäule und auch das kann eben lokal zu Schmerzen führen oder wie das bei Wirbelsäule, Bandscheiben generell der Fall ist, ausstrahlen in die Beine beispielsweise. Ja, da sollte man auf jeden Fall schauen, dass man ja entsprechend auch hier die Rumpfmuskulatur stärkt. Das heißt, also wir haben trotz dessen, dass wir im Wasser ganz andere Kräfte und ganz andere Belastungen haben, als wir die an Land haben, ja, aufgrund der Schwerkraft, ist es so, dass auch beim Schwimmtraining entsprechende, ja, Verletzungsmechanismen auftreten können. Also relativ klassisch und auch so am häufigsten Impingement-Syndrom. Das heißt also, die Schulter hat dieses Einklemmen. Ja, die Schulter hat da ein bisschen Probleme. Das heißt, wir sollten die Rotatorenmanschette trainieren. Ne, auch das hatten wir in den letzten Wochen bei den Handballern schon, ja, bei den Tennisspielern schon. Das heißt, wir nehmen eine Außenrotation, ne, mit Terraband oder am Kabelzug beispielsweise, eine Außenrotation auch auf der Ebene hier hinten, ja, eventuell als Schwimmer sogar dann die Innenrotation, ja, je nachdem, ob ich jetzt Brust schwimme oder kraule, ja, also beim Kraulen habe ich ja ganz andere Hebel oder ganz andere Bewegungen als jetzt beim Brustschwimmen. Das heißt also, da auch schauen, immer sportartspezifisch oder technikspezifisch in dem Fall sogar, was sind die Anforderungen, was ist die Grundbewegung und was ist die Gegenbewegung, die dann fehlt. Ja? Weil oft ist es so, dass die Gegenbewegung einfach fehlt, weil wir brauchen von allem immer ein gewisses Gewicht, ein gewisses Gegengewicht. Ne? Man könnte das Yin und Yang nennen, wie man will. Grundsätzlich geht es aber darum, dass wir nicht immer nur Brust trainieren können, wir müssen auch Rücken trainieren. Du kannst nicht immer nur Bauch trainieren, auch der untere Rücken will trainiert werden. Ne? Als Fußballer, das hatten wir auch, vordere Oberschenkel in der Regel sehr stark, sehr kräftig, hintere Oberschenkel häufig verkürzt. Ne? Das heißt also, wir müssen immer gucken, wo ist der limitierende Faktor, und das ist in der Regel fast immer die gegenüberliegende Seite, die sportartspezifisch wenig involviert ist. Ja, und wenn die andere Seite dann entsprechend zu stark wird, ne, oder im Verhältnis zu stark wird, dann driftet diese Schere immer weiter auseinander. Ne? Und das ist halt ein Thema. Das heißt also, Impingement-Syndrom, Schulter, relativ klassische Gefahr, nicht, dass es jeder Schwimmer entwickelt, aber klassische Gefahr. Und die Rotatormanschette will da in verschiedenen Ebenen entsprechend gestärkt werden. Ja, beim Bizeps, wie gesagt, war es tatsächlich oder ist es tatsächlich so, dass man da die Belastungssteuerung ein bisschen gucken muss, dass man den wirklich passiv ein bisschen dehnt. Ja, also dass da einfach die Bizepssehne auch ein bisschen Ruhe hat.
Ja, und ansonsten ist es vor allem das Knie und eben der untere Rücken. Das heißt also im Kniegelenk, wie gesagt, schweres Krafttraining ganz gezielt. Also das heißt in dem Fall ergänzend zum Schwimmtraining vielleicht 10, 15, 20 Minuten und das vielleicht ein- bis zweimal die Woche. Ne? Also wir reden von begleitendem Krafttraining für andere Sportarten, nicht davon, dass wir viermal die Woche für 2 Stunden ins Fitnessstudio rennen, sondern in der Regel, dass wir eben gezielte Übungen machen, um das auszugleichen, was wir ausgleichen wollen. Und da reden wir in der Regel selten von viel mehr als 20 Minuten. Ne? Weil auch Krafttraining ist natürlich ein relativ starker Stressor, also ein positiver, an dem wir uns ja anpassen. Aber wenn ich hauptsächlich Schwimmer bin, wenn ich hauptsächlich Leichtathlet bin, wenn ich hauptsächlich Fußballer bin, dann muss ich nicht 2 Stunden lang im Fitnessstudio Krafttraining machen. Ne? Also das ist auch was, wo die Leute immer noch so ein bisschen in den Schubladen denken. Ne? So Krafttraining, ah ja, 1,5 Stunden, 2, 3, 4 Mal die Woche. Das ist natürlich in dem Fall nicht der Fall oder gar nicht gebraucht und auch gar nicht sinnhaft, sondern wir müssen immer schauen, dass sich das eben gut ergänzt. Ne? Wenn ich hauptsächlich Sportart A habe und Krafttraining dann in der Regel, wie gesagt, fast immer Sinn macht, aber dann ist das meine Sportart B und dann ist das eher was Begleitendes für A. Das heißt, ich muss auch hier gucken, dass meine Energiesysteme eben nicht zu viel übers Krafttraining getriggert werden und dass ich generell einfach nicht zu viel Ressourcen, Energie verschwende für Krafttraining, wo das ja eigentlich nur meine Hauptsportart verbessern soll. Also da immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht auf einmal von allem viel zu viel macht, ne, weil auch das ist begrenzt, ne, Regeneration, das ist ja eh im Leistungssport dann irgendwann oder auch bei sehr ambitionierten Hobbysportlern ein Thema, ja, Muskelaufbau und Co., alles schön und gut und Leistung und Lunge und Herz-Kreislauf, aber meistens ist die Regeneration vor allem eben der passiven, ne, also der Bänder, der Sehnen und sowas, was, wo man eben als limitierenden Faktor das Ganze betrachten muss. Das heißt, Knie will trainiert werden, Rotatormanschette will trainiert werden, der Bizeps will einfach nicht überlastet werden, beziehungsweise will vielleicht mal ein bisschen gedehnt werden passiv und dann das Überstrecken der Lendenwirbelsäule eben aufgrund der Haltung im Wasser, da brauchen wir einfach eine sehr starke Rumpfmuskulatur. Verglichen mit den anderen Übungen oder mit den anderen Sportarten, die wir bisher hatten, wo wir auch relativ viel immer über propriozeptives Training geredet haben, über Wackeltraining, ja, um über dieses Stabilitätstraining kann man das auch nennen. Tatsächlich bei Schwimmern im sportartspezifischen Bereich gar nicht groß interessant, weil es gerade eben aufgrund der fehlenden Stabilität im Wasser, also du hast ja keine Stabilität, ja, ist die Anforderung in dem Fall auch gar nicht hoch. Das heißt also, wir haben keinen Verletzungsmechanismus, der darüber kommt, dass wir instabil sind während der Bewegung oder der Belastung, sondern wir haben wirklich eher Verletzungsmechanismen, indem wir zu viel trainieren oder indem wir über das Training unsere Hauptmuskelgruppen zu stark sind und die Gegenspieler zu schwach sind. Das heißt also, hier ist es wirklich eher so, dass wir das so planen um das Training herum, also unser sportartspezifisches Athletiktraining so um das Schwimmtraining herum planen, dass es einfach darum geht, dass wir entsprechend, einfach nur, dass es da ist. Das heißt also, da muss man tatsächlich wirklich keine Riesenwissenschaft draus machen. Ich bin gerade im Bereich von der Schulter, im Pinch, bin ich grundsätzlich ein Freund davon, auch ein bisschen propriozeptiv zu arbeiten, also ein bisschen mit Wackelelementen oder mit Überraschungselementen. Ja, wir hatten das mit Overhead Press, mit einer Kettlebell, ja, Bottom-Up Press, dass diese Kettlebell, wenn ich die eben an den Griff habe und dass hier oben die Kugel ist, dass die sehr stark wackelt, wenn ich die über Kopf drücke, dass das eben auch in der Schulter ausgeglichen werden muss. Aber das ist nur was, das empfehle ich ganz gerne, um die Schulter einfach ein bisschen bulletproof zu machen. Als Schwimmer in dem Fall nicht so wichtig, weil wir eben keine Instabilitätsfaktoren im Training oder auch im Wettkampf selber haben. Aufgrund dessen, dass wir im Wasser sind, sind die Gegebenheiten einfach ein bisschen anders. Und dasselbe gilt eben für die Rumpfmuskulatur. Das heißt, hier kann man relativ klassisch wirklich mit Planks arbeiten. Hier kann man vielleicht mit Übungen am Kabelzug arbeiten, wenn man dann eh im Fitnessstudio sein sollte. Hier kann man mit kleineren Gewichten arbeiten und eine Crunch-Bewegung machen. Also da muss man jetzt wirklich keine Riesenwissenschaft draus machen, weil wir haben eben keine Rotationsbewegung unter Last. Ja, wir haben keine Gegenspieler, die uns drücken. Wir haben keine Schwerkraft, wenn wir irgendwie einen falschen Ausfallschritt machen, dass unsere Rumpfmuskulatur das irgendwie halten muss. Also im Wasser sind die Gegebenheiten wirklich ganz anders und dementsprechend muss man da tatsächlich auf diesen Stabilitätsfaktor, zumindest aus Schwimmtrainingssicht, gar keinen allzu großen Wert legen. Wie gesagt, ich bin Freund davon, dass das ein paar Prozent des Trainings ausmacht, einfach aufgrund dessen, dass es nicht schadet. Ne? Also auch wenn ich es jetzt als Schwimmer nicht brauche, schadet es mir nicht, dass ich auch in dem Bereich ein bisschen stabiler bin. Ja, dementsprechend würde ich das auch gerne so mit einplanen, aber muss man nicht. Man kann es wirklich relativ simpel halten und sagen, okay,
Ich mache 2-3 Mal die Woche 10 Minuten, 15 Minuten Stabi-Training. Ich nehme die Rotatorenmanschette der Schulter dazu. Ich gucke, dass ich alles, was meine Beine streckt, also Kniebeugen-Varianten, gerne mit Unterstützung, also als schweres Krafttraining oder eben vielleicht mit so Widerstandsbändern, um da auch ein bisschen Ramm auf Muskulatur, Bandapparat zu bekommen. Und eben Rumpfmuskulatur kann man relativ klassisch auch arbeiten mit Planks, Unterarmstütz, mit Seitstützvarianten und eben mit Crunches beispielsweise. Ja. Vielleicht mit dem Theraband so als eine Rumpfrotationsbewegung für ein bisschen seitliche Bauchmuskulatur. Aber das sind, wie gesagt, eher Empfehlungen, so von denen ich sage, dass das nicht schadet, auch so im Arbeitsalltag oder generell im Alltag einfach nicht. Aber es ist sportartspezifisch für das Schwimmen nicht zwangsläufig notwendig. Ja. Und dann ist es so, dass tatsächlich als Schwimmer eben aufgrund dieser fehlenden Schwerkraft und aufgrund der fehlenden Stabilität, die eben nicht gegeben ist im Wasser, es durchaus Sinn macht, dass man gerade danach eventuell hingeht, um das ein oder andere Mal zu dehnen. Weil wir haben eben keinen Schwerkraftzug, der die Muskulatur relativ normal hält, weil das allermeiste, was wir auf zwei Beinen machen, ja, haben wir von unserer Haltung her, ist es grundsätzlich so, dass unsere Haltung eben aufrecht ist und dass wir da dann, ob wir jetzt Fußball spielen, Handball, Basketball oder Tennis, also wir sind in der Regel aufrecht, wir stehen auf zwei Beinen, wir bewegen uns sofort, wie unser Körper, unsere Genetik das vorsieht. Und das fehlt im Schwimmen, wie gesagt, alles ein bisschen. Ich bin kein Riesenfreund von exorbitantem Dehnen, ja, aber als Schwimmer macht es vermutlich den Daten nach Sinn, dass man gerade im Schulter-Nackenbereich dehnt, ne, den Bizeps dehnt, das hatten wir eben schon, und dass man da einfach schaut auch, dass der Hüftbeuger ein bisschen gedehnt wird, weil aufgrund dessen, dass wir eben durch dieses leichte oder durch diese Hypermobilität der Lendenwirbelsäule, dass wir da eben entsprechend auch im Bereich der Hüfte und nicht ja, zu schwach werden. Ne? Weil sonst werden die Rückenstrecker, das ist auch wieder so ein Thema, ne? Die Rückenstrecker werden dann einfach ein bisschen zu beweglich im Vergleich zum Hüftbeuger. Ne? Also auch hier wieder das Verhältnis zueinander. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ist es als Schwimmer gänzlich anders. Also auch das Training, ne? Wir haben Herz-Kreislauf. Ne? Also Schwimmen ist ja kein Krafttraining. Also es gab ja lange Zeit viele Orthopäden, die bei Rückenschmerzen gesagt haben, ja, geh schwimmen. Ja, wahrscheinlich besser als gar nichts machen. Aber grundsätzlich ist Schwimmen eher Herz-Kreislauf, ne? Also ausdauerlastig. Das heißt, wir schwimmen ja in der Regel also ist eher mit Leichtathletik vergleichbar, nur eben im Wasser und da aufgrund dessen haben wir eben andere Gegebenheiten. Aber grundsätzlich Herz-Kreislauf-Training. Das heißt also neben den ja, sportartspezifischen Dingen, die wir gerade so ein bisschen rausgepickt haben, was die Schulter, Knie, Bizeps und den unteren Rücken oder die Hüfte angeht, ist es so, dass wir beim Schwimmen eher Herz-Kreislauf-lastig sind. Das heißt, die Lunge ist relevant, unser ja, Herz-Kreislauf-System ist relevant, also unser Herz, wie stark schlägt unser Herz oder wie gut kann unser Herz Blut pumpen durch den Körper. Und das ist dann natürlich auch was, wie gesagt, wenn ich besser werden will im Schwimmen, dann sollte ich jetzt auch aus Herz-Kreislauf-Sicht nicht ständig Fahrrad fahren, weil das ist zwar super Herz-Kreislauf-Training, aber ich will es ja möglichst ökonomisch im Schwimmen einsetzen, deswegen sollte ich da dann auch einfach viel schwimmen. Grundsätzlich schadet es trotzdem nicht, gerade im Bereich der Lunge, vielleicht mit 1-2 Atemübungen, eben aufgrund dessen, dass wir im Wasser sind und je nachdem, was man da genau macht, auch wenn man natürlich jetzt im Bereich Tauchen irgendwie unterwegs ist, auch wenn das wieder im Grunde eine gänzlich andere Sportart ist, aber tatsächlich würden sich Atemübungen durchaus eignen als Schwimmer, um auch die Lungen ein Stück weit zu trainieren und ja, die Lungenkapazität. Und ansonsten, wie gesagt, sind wir hier eher im Herz-Kreislauf-Bereich. Das heißt also, auch die Energiesysteme sind eigentlich dem zum Leichtathleten relativ ähnlich. Ne? Also je weniger intensiv, also je weniger wir sprinten, sondern je weniger wir das auf Dauer machen, ja? Also kein 200 Meter Freistil-Schwimmen möglichst schnell, sondern wirklich mehrere Kilometer, ja? Dann sind wir tendenziell eher bei Fetten, die als Energiequelle bereitgestellt werden. Und je intensiver das wird, dann nähern wir uns dann ja, Kohlenhydraten, Glykogen, Kreatinphosphat, ATP und so weiter an. Das ist aber dann, wie gesagt, sehr vergleichbar mit dem Leichtathleten und kommt schwer auf die Distanz an. Es ist im Grunde ja wirklich ein anderes Fortbewegungsmittel als an Land, aber es ist am ehesten vergleichbar mit Laufen. Ja? Nur eben dann ganz andere Haltung und ganz andere Gegebenheiten, aber dieses Drumherum, ja, also was Energiesysteme, Energiebereitstellung und so weiter angeht, kommt es dem eigentlich am nächsten. Okay. Also wir haben ein paar Verletzungsmechanismen im Bereich der Schulter,
der Knie und des unteren Rückens, ja, Bizeps, wie gesagt, Bizepssehne ein bisschen. Und ansonsten wollen wir vielleicht als Schwimmer tendenziell noch ein bisschen mehr die Problemzonen dehnen, Schulter, Nacken, ja, Hüftbeuger, Bizeps, wie gesagt, und eben die Kräftigung der Rotatorenmanschette, Kräftigung der Rumpfmuskulatur und Kräftigung alles ums Knie rum. Ja, und ansonsten ist es so, dass es energiebereitstellungstechnisch dann auch vor allem wieder eine Trainingsfrage ist, eine Intensitätsfrage, eine Distanzfrage. Aber tendenziell brauchen wir vermutlich keine riesigen Kohlenhydratladungen. Gerade wenn wir eben über Distanz schwimmen, dann ist es eher Fett, das als Energieträger dienen wird. Und dementsprechend kann man sich da ein bisschen nachrichten. Okay, wir schließen somit unsere sportartspezifischen Athletiktrainings. Wir haben, denke ich, so relativ viele von denen, die sehr beliebt sind oder sehr bekannt sind, angenommen. Ich denke, am Ende des Tages ist es, wie gesagt, immer sehr, sehr ähnlich. Schwimmen war jetzt nochmal so eine kleine Ausnahme, weil wir eben aufgrund der komplett anderen Gegebenheiten mit Schwimmen an Land, mit Schwimmen im Wasser oder an Land fortbewegen, was haben. Aber grundsätzlich haben wir viele Überschneidungen. Deswegen kann man sich da hoffentlich nach den Sendungen, jetzt, die wir gemacht haben, auch im Zweifelsfall selber was zusammenbasteln. Und ansonsten, ja, fragt euren Coach eures Vertrauens. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Allen ein schönes Wochenende und wir drücken uns mal selber die Daumen, dass der Sommer irgendwann auch noch kommt. Dann kann man auch wieder besser draußen schwimmen gehen. Alles klar, vielen Dank, Nick, für die schönen Ausführungen. War immer mal wieder interessant, so die etwas unterschiedlichen Aspekte zu sehen. Ja, das war's dann heute für Bildungswerk Live. Wir wünschen euch allen ein wunderschönes Wochenende und am Sonntagabend Daumen drücken, dass das Fußballteam auch wieder genauso erfolgreich spielt wie die letzten zwei Spiele. Montag geht's weiter mit meinem Kollegen Markus Böhm, der in der Woche der Medienkompetenz zu Online-Treffen für Vereine und Verbände am Abend eine Live-Sendung macht. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis demnächst. Tschüss.